Sommer, Sonne, Sonnenschein. Herzlich willkommen zur 7. Episode vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital mit Markus und Moritz und mir. Und bevor wir anfangen, Musik ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Geil, wie ich das heute vorbereitet hatte, oder? Sehr, sehr gut. Und da gehen direkt mal Props nach fast nach Berlin zu Markus, der euch wieder aus dem Osten der Republik begrüßt. Genau, hallo begrüßt. Zusammen. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Es ist ja auch schon wieder 2 Wochen her. Und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Habe gehört, wir haben tolle Themen. Ja, die haben wir auf jeden Fall. Ich begrüße wieder in Wiesbaden Moritz. Hallo. Hallo Hannes, hallo Markus. Hallo. Wie geht's euch? Mir geht's auf jeden Fall super. Viele Grüße aus Lemgo hier von mir. Wir haben jetzt eine fertige Straße. Haben Sie es endlich geschafft, ja? Ja, ich glaube, die Bauarbeiten dürften jetzt tatsächlich langsam beendet sein und die Straße ist super glatt und wenn ich ein Longboard hätte, würde ich heute damit die Straße runterfahren. Okay. Bis Ihnen morgen aber auffällt, dass wieder irgendwas nicht passt und nochmal alles aufgefräst wird. Ja, ich fürchte das so ein bisschen, aber vorhin mussten sie schon eine Dreiviertelstunde pausieren, weil ein Auto noch da geparkt hat und ja, kam die Polizei und so und musste der Halter ermittelt werden. Völlig irre alles. Aber jetzt läuft alles planmäßig tatsächlich. Jetzt kannst du endlich mit deinem Hoverboard auch direkt vor deinem Haus lang cruisen. Ja, mit dem Hoverboard konnte ich sogar über die Wiese cruisen. Oh. Aber ja. Die schweben doch. Ja, nee, diese modernen Dinger, die nicht mehr schweben. Ach so, ja. Genau, nee, ich freue mich schon auf Rennrad-Sprints berghoch hier endlich wieder ohne Schotter zwischendurch. Das wird auf jeden Fall gut. Ja, starten wir mal. Wir starten immer mit unseren Biersorten. Was habt ihr im Glas oder in der Flasche? Markus? Ich habe von meiner Lieblingsschwägerin bekommen ein Bier von der Insel Rügen, von der Inselbrauerei und das heißt Insel Saison, ist unterschrieben mit seltenes Bier und flaschengereift. Hab noch nie was davon gehört. Ich nicht? Nee. Bin gespannt, was das bringt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das ist so eine 0,33er Flasche in der Papiertüte. Und so, genau, so USA-kompatibel in brauner Papiertüte verpackt. Die werde ich jetzt erstmal irgendwie freischälen. Kannst vergessen. Meinst du nur nee, das, Korken ja, ab und so gut? Ja, das wird so getrunken. Also kriegst du nicht ab, das wirklich Ghetto-Style, ja. Genau. Okay. Moritz, erzähl du mal, hast du was? Licher? Nee, diesmal kein Licher. Ich habe heute einen Liefmanns Frutess. Flasche sah ganz schön aus. Habe jetzt eben aber festgestellt, dass es ein Fruchtbier ist. Und ich bin sehr gespannt. Unter anderem enthalten sind Kirschen, Himbeere, Heidelbeere, Holunderbeere und natürlich die Erdbeere. Dazu viel Zucker und Fructose. Und Süßstoff und Acesulfame K. Ja, du lässt dich aber auch immer wieder verarschen. Oh, ziemliche Katastrophe. Ich glaube, ich schwenke einfach um auf Äppler, wenn ich das darf. Ab der nächsten Ausgabe. Eine gute Idee. Mach ja. Das. Das duftet echt gut, was ich habe. Geil. Ja, ich mache meins auch mal auf. Ja. Hannes. Hey, ja, genau. Also ich habe eins meiner Lieblingsbiere und da sind wir auch wieder in den USA. Wir haben es nämlich mitgebracht von dort. Ein Sierra Nevada Pale Ale. Noch geschmuggelt. Genau. Und die bekommt man auch hier, aber die sind hier vor allem sehr teuer. Und ich mag das sehr. Ist so ziemlich das beste Pale Ale eigentlich generell und ich kenne es seit vielen Jahren und hier ist es einfach sehr schwer zu bekommen und kostet irgendwie dann direkt 3 Euro die Flasche oder noch mehr und ja, kommt stilecht in der Dose und ich mache die auch mal auf. Oh. Oh, was für ein geiles Geräusch. Es ist sogar günstiger als also in Deutschland wäre es tatsächlich jetzt günstiger als auf dem Seawater Festival, wo wir vor kurzem noch waren, denn dort kostete ein Bier, ich glaube, es dürfte 0,4 gewesen sein, kostete 7 Dollar. Und wir haben es einmal dort getrunken und sonst. Billiger als in der Schweiz.
Ja, das stimmt. Ja. Genau, ja, dann würde ich sagen, Prost, ne? Oh. Ja, Prost. Prost, Jungs. Oh, das ist geil. Oh, das ist wirklich, wirklich lecker. Hier ja, ebenfalls. Also kurz vorab, falls ich die nächsten 10 Minuten ganz aufgedreht sein sollte und dann schlagartig nichts mehr sage, weil ich eingeschlafen bin, dann liegt das vermutlich an meinem Liefmanns Frutess mit einem Zuckergehalt von mindestens 400%. Gut, nachdem wir jetzt den ersten Schluck genossen haben, es gab sicherlich Feedback und ich habe das Gefühl, das hat mit Kroatien zu tun, Moritz. Bitte was? Moritz ist schlecht vorbereitet, lass mich das machen. Echt? Genau, zur letzten Sendung gab es ein bisschen Feedback. Ja, aber das ist, Jetzt doch, ja. Ja, jetzt doch. Ja, ich zitiere. Hi Leute. Den alten Diesel erstmal ankurbeln. Ja, aber wenn er mal läuft. Ja. Nein, ich habe es nämlich schon nicht verstanden, als es gepostet wurde. Und zwar hat jemand geschrieben, hi Leute, Lozinje wird Lozin ausgesprochen. Und das wussten wir doch schon längst. Haben wir doch auch genauso ausgesprochen eigentlich, oder? Wir waren uns aber nicht sicher und deswegen kam der Hinweis, glaube ich, und ich bin dafür dankbar. Und in den Videoübertragungen der Läufe wurde das ja auch so ausgesprochen. Von daher scheint das tatsächlich Fakt zu sein. Also ich werde weiter löschen sagen. Ja, löschen. Ich denke, da kommen wir gut mit klar. Weiterhin Lüttich dazu und dann. Ja, aber trotzdem vielen Dank für das Feedback. Genau. Ansonsten hatte ich ja in der letzten Sendung noch versprochen, dass ich mich kümmere, dass wir auch bei Spotify erscheinen. Habe das auch tatsächlich direkt einen Tag später angeleiert. Habe aber noch keine guten Nachrichten, denn Spotify hat sich tatsächlich noch nicht zurückgemeldet. Man musste da ein Formular ausfüllen. Das war aber nur so ein Google-Formular, was dort dann irgendwie in eine Tabellenkalkulation reinläuft. Und ich denke mal, da geht halt der Praktikant alle 2 Wochen mal drüber und holt die Daten daraus, copy-pastet die irgendwo hin. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie sich dann doch demnächst mal melden bei uns und wir dann vielleicht zur nächsten Episode positive Nachrichten diesbezüglich haben. Vielleicht können wir ja so eine Online-Petition starten. Mhm. Die funktionieren ja doch meistens sehr gut, habe ich gehört. Mhm. Okay, das war das Feedback zur letzten Episode. Über was wollen wir uns denn heute unterhalten? Wir haben einen bunten Strauß an Themen vorbereitet. Und zwar geht es primär darum, was in den letzten Wochen geschehen ist, wo wir waren. Moritz war nämlich zusammen mit unserem Kollegen Gregor beim Downhill World Cup in Löschen. Und also in Kroatien, in Lozin, und hat dort viele, viele neue Bikes und Produkte an den Rädern der Profis fotografiert, hat das Rennen fotografiert und hat sehr viele Eindrücke mitgebracht. Und da wird er euch ein bisschen was von erzählen. Ich war parallel dazu beim Sea Otter Festival zusammen mit unserem Kollegen und Chef Thomas in Kalifornien. Da sind wir jedes Jahr und berichten, weil es das erste Festival der Saison ist wirklich und da gibt es meistens die eine oder andere spannende Neuheit. Dieses Jahr waren doch einige Sachen, die wirklich interessant waren und von den Neuheiten, die wollen wir nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Die haben wir teilweise schon veröffentlicht, teilweise folgen die noch in dieser Woche auf MTB News als Artikel. Und da werden wir euch ein bisschen von erzählen. Dann haben wir natürlich wieder ein paar neue Sachen, die wir uns gekauft haben und werden dann auch diesmal endlich wieder das Thema kein Thema, wenig Regeln besprechen. Und da wird es auch ein fahrradspezifisches Thema geben. Dazu später mehr. Ja, Moritz, fangen wir direkt an. Du warst in Kroatien. Sollen wir mit dem Weltcup anfangen? Ja, okay, fangen wir mit dem Weltcup an. Ja, ich war in Kroatien gemeinsam mit meinem Lieblingskollegen, kann man fast schon sagen, Gregor, beim Downhill-Weltcup in Lozinje. Und wie Hannes gerade schon gesagt hat, wir haben sehr viele Eindrücke gesammelt, ganz, ganz viele neue Bikes und interessante Komponenten gesehen, natürlich das Rennen und die Qualifikation und das Training angeschaut, fotografiert, gefilmt, Interviews gemacht, alles Mögliche. Und es war
Das ist eigentlich das Sensationelle. Es war ein richtig gutes Wochenende, obwohl ungefähr das gesamte Internet im Vorfeld geschrieben hat, wird scheiße. Darf man das sagen? Nee, darf man nicht sagen. Ja, okay. Obwohl das ganze Internet vorher geschrieben hat, wird scheiße, ohne jemals da gewesen zu sein, war es dann doch entgegen aller Erwartungen ein richtig gutes Wochenende. Also von vorne bis hinten. Wetter war super, die Insel war super schön, das Rennen war cool, die Strecke hat allen Fahrern gut gefallen und war eine sehr spannende Sache. Also ja, war ein insgesamt extrem gelungener Saisonauftakt. Ich finde die Insel auch sehr schön. Ich war ja vor 2 Jahren da im Rahmen des Inselhüpfen-Events, wo wir unter anderem da Mountainbiken waren und wir sind die Strecke dort schon einmal abgefahren. Das, was damals die Downhill-Strecke war, die ist natürlich dann noch extrem verändert und verkompliziert worden. Aber schon damals war es mit einem 29er Enduro schon eine ganz schöne Aufgabe, da runter zu poltern, weil einfach so unfassbar viele Steine dort sind und Felsen und links und rechts die Mauer sind rasiermesserscharf. Aber es ist schon sehr wunderschön, wahrscheinlich, das habt ihr wahrscheinlich dort auch festgestellt, wie geil das irgendwie dann unten ist in Velilogin, wo dann das Gelände war, wo die ins Ziel kamen, in dieser Bucht und so. Also insgesamt, ich war wirklich sehr, sehr begeistert, deswegen war ich auch sehr gespannt aufs Rennen. Ja, also ging mir dann vor Ort genauso, man steht oben am Start auf so einer Holzplattform, geradeaus geht die Strecke los und wenn man nach rechts schaut, dann sieht man über den Wald in den kleinen Küstenort und schaut aufs Meer und weiß, dass man da jetzt gleich runterballern muss. Ja, also war echt sehr schön. Ich glaube sogar von allen Weltcup-Orten, ja, Australien war noch ähnlich schön, aber war schon auf jeden Fall eines der Highlights. Definitiv. Ja, und das Rennen war natürlich auch sehr cool. Hannes, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen wegen Ciotta-Stress, oder? Wir haben es teilweise gesehen, weil wir relativ früh, das war der Tag, an dem wir von aus Kalifornien wieder zurückgeflogen sind. Wir sind relativ früh aufgestanden, um, ich glaube, 5 oder 5:30. Und da konnten wir tatsächlich noch die Top 15, glaube ich, sehen. Also wir haben, glaube ich, ab 5:45 oder so morgens dann geguckt. Und haben dann die letzten, also während wir irgendwie alles noch gepackt haben, wir haben es so ein bisschen halt noch mitgekriegt. Nicht 100%, aber wir haben es auf jeden Fall noch gesehen und sah teilweise sehr, sehr wild aus. Also wie die halt da teilweise in diese Steine einfach reingeflogen sind, wirklich einfach abgezogen haben irgendwo und dann wieder in den Stein landen, sah schon sehr, sehr extrem aus. Und war sehr spannend zuzuschauen auf jeden Fall. Und vor allem, was mich da beeindruckt hat, ist, ich weiß gar nicht mehr, hilf mir mal weiter, welcher Fahrer sehr lange einen krassen Vorsprung hat. Ich glaube, es war ein Franzose. Der Norton war das, ne? Nee, genau, Dakota Norton. Ja. Dakota Norton, der hat, und das haben die zwischendurch... Das war so spannend. Ja, also du hast es ja vor Ort gesehen, Moritz, aber die blenden ja immer zwischendurch diesen Balken ein, wann, wo, welcher Fahrer wie schnell ist. Mhm. Und da hast du wirklich gemerkt, an einem Stück wurden alle Fahrer immer langsamer irgendwie und Dakota Norton zog wieder weg, obwohl sie bis dahin irgendwie gleich schnell waren. Und das war sehr spannend zu sehen, weil man echt nicht wusste, wann kommen die ersten Fahrer, die wirklich genauso schnell in diesem Waldstück sind wie Dakota Norton. Keiner hat es verstanden, warum er da so schnell war. Ja, das war dieses untere Waldstück zwischen Stadteingang und der Steinsektion. Ja, was hat er denn da gemacht? Ehrlich, ich dachte erst irgendwie die Zeitmessung wäre da fehlerhaft oder so, weil es ging gar nicht. Jeder war dort langsamer und zwar so richtig deutlich langsamer. Das war schon wirklich auffällig. Ja, also ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das wirklich so akkurat ist. Ich weiß nicht, wie oft da die Zeit gemessen wird oder wie viele Zwischenzeiten letzten Endes genommen werden in der Fernsehübertragung. 5 gab es, glaube ich, in der Übertragung. Es gibt immer die großen Zwischenzeiten in der Übertragung. Je nach Strecke sind das 3 oder 4 oder 5 Stück. Mhm. Aber dann gibt es ja noch die ganzen Sektoren, wo auch immer die Zeit gestoppt wird. Und du siehst dann ja auch in der Red Bull-Übertragung, jetzt hier zwischen Zwischenzeit 1 und 2 gibt es 5 Sektoren. Und in dem ersten Sektor war der eine Fahrer ein bisschen schneller, im zweiten dann ein bisschen langsamer und so weiter. Also es sind schon sehr, sehr viele Zeitmessungen auf der Strecke, damit man das dann vergleichen kann. Auch so mehr oder weniger in Echtzeit, wie es dann in der Übertragung angezeigt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich immer so 100% genau ist, ohne zu wissen, ob das der Fall ist oder nicht.
Ich fand es aber auch sehr auffällig. Ich habe mir dann im Nachhinein noch die Übertragung angeschaut. Fand es auch sehr auffällig, dass der Dakota Norton dann in der Waldsektion auf einmal an einer Stelle 15 Meter auf alle rausgeholt hat. Das, ja, das ja irgendwie kann zwei ich mir Sekunden, nicht so richtig erklären. Fast ja. 2 Sekunden gewesen, ne? Das ist schon echt krass. Ja. Was aber tatsächlich der Fall ist, also die Strecke, die war ja insgesamt eher kurz. Ich glaube, so eine Fahrzeit von ungefähr 2,5 Minuten. Ging los mit einem ziemlich fiesen Startsprint und ein paar großen Sprüngen. Und dann so nach 20 Sekunden ungefähr ging es in den Wald und da wurde es dann richtig steinig. Und das ging auf, also dieses Steingepolter ging bis fast ganz unten so. Und nachdem die steinige, sehr lange Sektion vorbei war, kam noch ein kurzes Waldstück, was eigentlich fast komplett flach war, aber ziemlich viele verschiedene Linien zu bieten hatte und wo man wirklich genau irgendwo abspringen musste und perfekt alle Landungen treffen musste. Also es war eigentlich wie so ein großer Pumptrack durch den Wald durch und dann ging es unten in die Stadt rein. Das war eigentlich nur so ein ziemlich einfacher Schlusssprint durch die Altstadt von Veliložen. Und ich hatte so den Eindruck, dass sich die ganze Welt auf dieses Steingepolter konzentriert und da versucht, die besten Linien rauszusuchen. Aber diese letzte Waldsektion, die eigentlich sehr, sehr kurz war und auch den Schlusssprint so ein bisschen außer Acht gelassen hat. Und ich glaube, da konnte man wirklich viel Zeit rausholen oder verlieren. Und das hat man eben auch in der Übertragung gesehen, dass der Dakota Norton diese Waldsektion besser gefahren ist als eigentlich alle anderen Fahrer. Und man hat auch gesehen, dass Aaron Gwynn zwar oben einen riesigen Vorsprung rausgefahren hat, aber unten beim Schlusssprint das dann noch fast verspielt hätte. Kommt vielleicht, oder das kam vielleicht auch deswegen besonders Dakota Norton entgegen, weil der ja in den letzten Jahren jetzt gar nicht so extrem im Downhill World Cup aufgefallen ist, aber dafür zum Beispiel bei den Crankworx Events alles mögliche von Pumptrack über Dual und ich glaube sogar Speed and Style teilweise mitgefahren ist und einfach vielleicht da noch ein anderes Radgefühl gerade für diese Pump-Sektion hat. Könnte ich mir vorstellen. Ja, der war auch, glaube ich, selber sehr, sehr überrascht im Ziel. Ja, also, ja, das definitiv. Und was mir auch aufgefallen ist, diese letzte Kurve in der Stadt, da haben sich einige doch ganz schön verschätzt. Also ich könnte mir auch echt vorstellen, dass da teilweise bis zu einer halben Sekunde verloren wurde, weil sie gemerkt haben, scheiße, ich komme ganz doof um diese Kurve jetzt hier rum. Dieses links-rechts um die Häuserecke rum, oder was meinst du? Ja. Nee, und dann genau vom Ziel. Also da, das meine ich so. Das war also. Ja, ich glaube, da mussten manche Fahrer wirklich ganz schön in die Bremse gehen, weil sie sonst halt irgendwie in die Mauer geschossen wären. Das hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass da nochmal was verloren wurde, weil man der dann noch einmal kurz beschleunigen musste, bis man das Ziel fuhr. Ja, und genau das fand ich super spannend jetzt am Wochenende. Man denkt ja bei einem Weltcup, das sind alles die absoluten Vollprofis, die sind mit allen Wassern gewaschen und kennen jede Linie perfekt. Und es gab zum Beispiel weiter oben, wo es noch sehr steinig war, gab es einen ziemlich fiesen Drop in eine Rechtskurve rein und man konnte diesen Drop auch umfahren. Und die Umfahrung war länger und steiniger. Und irgendwann haben dann aber ein paar Fahrer rausgefunden, wenn man diese Umfahrung fährt, dann kommt man vielleicht ein bisschen besser durch die Kurve, obwohl es der Chicken Way ist und vielleicht ist es ja ein bisschen schneller. Und dann wurden zig Videos gemacht, Fahrer wurden miteinander verglichen und am Ende des Tages kam dann raus, dass, ich glaube, es war ein Vergleich zwischen Owen Masters und Brooke McDonald, der das gezeitete Training und auch die Quali gewonnen hat. Owen Masters ist über den Drop drüber und Brooke McDonald ist den Chicken Way gefahren. Und dann ein bisschen besser in die Kurve reingekommen. Und letzten Endes war Brooke McDonald auf dieser Sektion, waren vielleicht 5 Sekunden, war er 0,1 Sekunde schneller als Wynn Masters. Was alle Fahrer darin bestätigt hat, ja, wir müssen auf jeden Fall um den Drop rumfahren, auch wenn das gar nicht mal so leicht war, da schnell drum rumzukommen und man da auch viel falsch machen konnte. Also da an der Stelle wurde sich wegen einer Zehntelsekunde wurden sich die Köpfe zerbrochen und unten in der Stadt, wo man einfach durch eine relativ simple Links-Rechts-Kombination durch 2 Häuser durch, wo man da fast eine halbe Sekunde rausholen konnte oder verlieren konnte, wenn man sich das nicht genau angeschaut hat, das wurde so ein bisschen außer Acht gelassen und das fand ich echt interessant. Ja. Krass. Ich fand auch einen der Drops ganz schön heftig in der Mitte. Da gab es doch einen, wie hieß er denn nochmal? Insanity, irgendwas? Ja, also direkt nach der Pinball-Sektion.
Station, glaube ich, relativ nah. Da, wo man dann nochmal über so eine Mauer drüber gesprungen ist. Ach, das Sissy Gap. Genau, Sissy Gap, ja. Ja. Das fand ich auch, also das sah heftig aus. Irgendwie sah schon in den, ja, den POV-Videos halt krass aus. Das war nicht ohne, weil man ist abgesprungen, musste über die Mauer drüber und hat die Landung wirklich gar nicht gesehen, musste auch ein bisschen nach rechts rüberspringen. Und die Landung, die war so 2-3 Meter tiefer, aber fast komplett flach. Also da ist dir alles durchgeklatscht. Ja, das glaube ich nämlich, weil die Strecke ist halt sehr, sehr steinig, aber das, was ich da erfahren habe, auch, du vernichtest nicht viele Höhenmeter auf dem Ding. Es ist zwar, es ist zwar eklig, das Ding hochzufahren, wir sind es natürlich hochgetreten, aber ich meine, wie viele Höhenmeter hast du da? Ich würde sagen, maximal bisschen, 300. Bisschen über, ja, 250, 240 waren es, glaube ich. Ja, ja. Also eigentlich also gar nicht viel. So viel. Nee. Ja. Und jetzt könnte man ja denken, oh, 240 Höhenmeter und 2,5 Minuten Fahrzeit ist jetzt eigentlich gar nicht so anstrengend. Könnte auch im GDC vertreten sein, aber es ging halt wirklich aus dem Start los mit einem Startsprint, der 20 Sekunden gedauert hat. Dann 1,5 Minuten wirklich nur Steingemetzel. Also da hatte man nicht mal eine Sekunde zwischendurch, wo man mal die Arme locker lassen konnte oder kurz entspannen konnte. Sondern da hat es dich wirklich nur durchgeschüttelt und dann war es eben noch 20 Sekunden, 30 Sekunden ein Sprint durch eine Altstadt. Und wenn du so, ja, praktisch aus dem Stand 2,5 Minuten wirklich bei 110% fahren musst, das ist auch ganz schön anstrengend. Also da, ja, da, das wirst du als Sportwissenschaftler wahrscheinlich besser erklären können. Aber die Fahrer kamen unten im Ziel an und obwohl die teils deutlich längere Strecken gewohnt sind oder auch bei der EWS mitfahren, waren die alle fix und fertig. Ja, du hast halt, das könnte man später nochmal genau ausführen. Du hast halt die gewisse anaerobe Schwelle und die liegt, lass mich ungefähr bei 45 Sekunden, würde ich sagen. Also es ist so genau, oder 50 Sekunden, das ist so genau die Schwelle, die 400 Meter Sprinter zum Beispiel gerade überschreiten. Und deswegen ist der 400 Meter Sprint auch so ein absoluter Killer, weil du eben weder in dem 100 Meter Sprint bist, noch im Marathonbereich, wo du halt auf Dauer irgendwie sprintest, sondern dein Stoffwechsel, der kommt einfach mit diesen 400 Metern nicht klar. Und das hat man halt immer bei diesen 45 Sekunden meistens oder vergleichbar auch auf der Bahn mit dem 1000-Meter-Sprint. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann auch damit mit reinspielt im Downhill. Gerade wenn du halt wirklich eine harte, anstrengende Sektion am Anfang hast und dann bist du halt relativ schnell durch. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wobei das natürlich, ich meine, die fahren ja jetzt nochmal länger. Also du bist auf jeden Fall nicht, es ist nochmal eine andere Geschichte, was die Energie angeht, aber ja, also das fällt mir auf jeden Fall immer auf. Das werdet ihr selber auch wissen, wenn ihr irgendwie mal länger einfach sprintet und dann ist einfach nach unter einer Minute oder so, dann ist einfach der Saft raus. Feierabend, ja. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, beim Rennradsport gibt es ja teilweise bei den Übertragungen ja so Körperparameter, die mit eingeblendet werden, so Puls oder Leistung. Das wäre halt eine Sache, die würde mich tatsächlich beim Downhill-Profisport mal interessieren. Also mit welchem Puls die da unterwegs sind. Ich denke auch, die sind da echt ganz knapp unter Anschlag. Aber gibt es irgendwie nicht, ist nicht absehbar, dass wir sowas mal irgendwie sehen, oder? Gute Frage. Wäre eigentlich mal eine echt interessante Sache. Du musst aber auch natürlich messen. Und ob sich da die Fahrer drauf einlassen oder ob das einfach so eingesetzt wird, ohne dann einen offiziellen Sponsor in dem Bereich zu haben, der die Fahrer damit ausstattet, weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Bei der EWS gibt es ja zum Beispiel, werden hinterher die Wattzahlen und so weiter veröffentlicht, aber die EWS wird auch meines Wissens nach offiziell von diesem Stages Power Meter gesponsert, beziehungsweise ist einer der Partner und dann ist sowas natürlich auch deutlich leichter umzusetzen. Wäre doch aber gerade jetzt für den Downhill-Bereich, das ist ja dann ein Markt, der noch erschlossen werden könnte von der Firma jetzt, also wäre vielleicht durchaus attraktiv, keine Ahnung. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, würde ich auch sehr spannend finden. Ja. Na gut, kommen wir nochmal auf. Ja. Ich wollte eigentlich nur kurz fragen, ich meine, Brooke McDonald, du hast ihn vorhin schon mal erwähnt, der hat ja durchaus überrascht,
weil die letzten Jahre ja eigentlich oder die letzten 2 Jahre nicht immer so in Erscheinung getreten ist, gerade in den Top 5 oder Top 10. Ja. Also der hat mich überrascht. Wer hat dich denn überrascht beim ersten World Cup? Wer mich überrascht hat, waren eigentlich alle auf dem Podium außer Aaron Gwynn. Gewonnen hat Aaron Gwynn auf dem neuen YT Tours 3.0. Eigentlich keine Überraschung, dass der Herr Gwynn mal wieder ganz vorne steht. Ja, und dann eigentlich alle weiteren Plätze auf dem Podium waren eine ziemlich große und coole Überraschung. Also Platz 2 mit Lucas Shaw vom Santa Cruz Syndicate, der sich in den letzten Jahren immer weiter nach oben gearbeitet hat und einfach sehr, sehr solide und gut und schnell gefahren ist. Ich glaube, da haben die wenigsten damit gerechnet, dass Lucas Shaw auf Platz 2 fährt. Dean Lucas auf Platz 3, der sich auch schon als Zweiter qualifiziert hat und an seine ziemlich starke Vorsaison oder ans ziemlich starke Vorjahr angeknüpft hat. Und dann natürlich auch Dakota Norton auf Platz 5. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, war Sam Blankensop auf Platz 4. Das fand ich sehr cool zu sehen, weil ähnlich wie Brooke McDonald, ein Fahrer mit einem wahnsinnigen Potenzial, der aber in den letzten Jahren es nicht so auf die Reihe bekommen hat, immer einen grandiosen Fahrstil hatte, aber dann ja doch nicht ganz vorn reingefahren ist. Und der ist jetzt auf dem Norco 29er unterwegs. Das wurde jetzt auch offiziell vorgestellt in Größe XL, also in der größten Größe von dem Rad, die es gibt. Hat es in der Offseason zum ersten Mal getestet und hat sich anscheinend direkt extrem wohl auf dem Rad gefühlt. Und der hatte immer noch denselben Fahrstil wie früher, also schon sehr nah an der Grenze, die Kontrolle zu verlieren, aber dann doch irgendwie immer noch gehalten bekommen. Und jetzt hat er es endlich mal geschafft, einen sauberen Lauf ins Ziel zu bringen. Der dazu auch noch extrem schnell war und letzten Endes ist er Vierter geworden. Das hat mich sehr gefreut. Dass Brooke McDonald so schnell gefahren ist, das ganze Wochenende über. Also der war eigentlich derjenige, der im Training am schnellsten aussah, der das Time-Training gewonnen hat. Da haben die Leute noch gesagt, ja, erstmal abwarten, geht ja noch um nichts. Dann hat er die Quali auch gewonnen. Und im Rennlauf, wenn man sich da mal die Zwischenzeiten anschaut, dann hätte es eventuell auch für einen Platz ganz vorne gereicht. Mhm. Gut, der ist dann beim wahrscheinlich größten und härtesten Drop auf der Strecke, ist ihm das Vorderrad weggegangen und er ist einfach nur eingeschlagen und der Rennlauf war vorbei. Das war sehr schade. War sehr schade. Mhm. Ja. Ist dann noch mit gebrochenem Schlüsselbein runtergefahren und hat ins Publikum gewunken. Also der ist definitiv stabil gebaut und schmerzfrei, aber ja, war sehr schade, dass der Rennlauf für ihn so geendet ist. Ansonsten wäre er, glaube ich, auch ziemlich weit nach vorne gefahren. Jetzt in seinem neuen alten Team. Der ist seit diesem Jahr wieder auf MS Mondraker unterwegs, wo er vor 6 Jahren schon auf dem Rad, beziehungsweise in dem Team, hat er das Rennen in Val d'Isère gewonnen. Das war sein bisher einziger Weltcupsieg. Und ich glaube, von Brooke McDonald werden wir dieses Jahr auch noch einiges hören. Würde mich freuen. So die, ich finde nämlich das sehr wär, gut. Wär schön, ja. Ja. Eine Frage dazu. Ja. Ich habe, wie gesagt, das Rennen ja wirklich nur die letzten paar Fahrer gesehen, oder die letzten 10 Fahrer. Brooke McDonald ist aber nicht gezeigt worden, oder? Im Livestream, Markus? Doch, er ist gezeigt worden. Bis zu seinem Sturz, okay. Aber nur. Okay. Ja, der ist da ganz, war sehr heftig. Ich habe mich auch tatsächlich hart erschrocken, als ich das gesehen habe. Mhm. Das sah wirklich brutal aus, wie der da in die Steine gehämmert ist. Ja. Moritz, kannst du denn dazu was sagen? Da gaben sich nämlich Fragen. Was hattest du mit der Startreihenfolge auf sich? Da hatten die Leute sich nämlich da ein bisschen drüber diskutiert. Es war ein bisschen komisch. Also Brooke McDonald ist in der Qualifikation Erster geworden und dann wurden samstagsabends die Startlisten umgeschickt. Und da war dann Brooke McDonald auf einmal nicht der letzte Fahrer, der im Rennen an den Start gehen sollte, sondern irgendwo so auf, keine Ahnung, der 20. letzte Fahrer. Und normalerweise ist es so, derjenige, der in der Quali am schnellsten ist, der startet auch als letzter. Ist ja irgendwie logisch. Also ja. Dann wurde noch eine Startliste rumgeschickt, wo er dann nicht mehr als 20. letzter gestartet ist, sondern als 16. letzter. Was
ja, eigentlich genauso verwirrend war. Und alle haben sich gefragt, hey, was ist jetzt eigentlich hier los? Und so richtig beantworten konnte es vor Ort dann auch niemand, zumindest direkt. Es hat aber den Hintergrund, es gibt Fahrer, die automatisch fürs Finale qualifiziert sind. Das waren in den letzten Jahren immer die Top 20 aus der Gesamtwertung. Also aus der aktuell gültigen Gesamtwertung. Die waren sicher fürs Finale. Fahrer. Genau, die Protected-Fahrer, die waren fürs Finale protected. Mhm. Die waren sicher dabei, damit die Gesamtwertung weiterhin spannend bleibt und nicht, wenn jetzt Greg Menard oder Loic Bruni oder Aaron Gwynn in der Quali einen doofen Defekt haben, dass sie sich dann nicht qualifizieren, also dass sie auf jeden Fall im Finale dabei sind. Was ich auch nachvollziehen kann. Also da hat sich niemand drüber beschwert. Das wurde jetzt dieses Jahr allerdings geändert, dass die Top 10, also die 10 schnellsten Fahrer aus dem Jahr 2017, dass die definitiv in jedem Finale in 2018 dabei sein werden. Mhm. Plus dazu noch die 10 schnellsten Fahrer der aktuell gültigen Gesamtwertung. Okay. Und jetzt war es aber so, dass Brooke McDonald weder in diesen Top 10 aus dem Vorjahr dabei war, noch in diesen weiteren Top 10 der aktuell gültigen Gesamtwertung, weil das im Prinzip fast schon dasselbe war. Und deswegen. Logischerweise, es gibt ja noch keine aktuelle Gesamtwertung. Ja, und ich weiß nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nach der aktuell gültigen Gesamtwertung oder nach der UCI-Weltrangliste geht. Okay. Weiß ich nicht ganz genau. Also es ist so ein Regelwirrwarr, beziehungsweise nicht ganz durchsichtig. Auf jeden Fall war Brooke McDonald nicht definitiv fürs Finale protected und hatte, glaube ich, die Startnummer 21 oder so. Also irgendwas in dem Bereich, auf jeden Fall über 20. Und dann war es eben so, dass aufgrund der Vorgaben, auch was die Übertragung angeht, kommen diese Protected Fahrer als letztes. Und weil Brooke McDonald nicht zu den Protected Fahrern gezählt hat, war er sozusagen der letzte Nicht-Protected Fahrer, der gestartet ist, und alle nach ihm waren dann Protected. Okay. Hat aber auch bedeutet, dass Brooke McDonald als 16. Fahrer an den Start gegangen ist, weil dann noch 15 Fahrer vor ihm waren, die gesund und munter und protected fürs Finale waren. Okay, verstehe. Ja. Verstehst du es wirklich, oder? Ja, doch. Ja, also jetzt, so macht es immer Sinn. Ich denke, vielen war nicht ganz klar, dass halt nicht nur die protected Fahrer irgendwie, also A, dass es eine Änderung bei den protected Fahrern gab, mit den Top 20 zu Top 10. Das war die erste Geschichte, und die zweite Sache ist, ich denke, was die meisten Leute halt nicht so ganz auf dem Schirm hatten, ist halt das mit der Weltrangliste, dass es irgendwie auch noch mit reinspielt. Und und wenn dann jemand da in beiden Geschichten nicht so wirklich drin ist, dann macht es natürlich schon Sinn, dass er halt nicht als erster startet. Wobei ich es eigentlich schade finde, weil... Ja, also nagel mich bitte nicht auf der Weltrangliste fest. Wir werden das, wie gesagt, in den Shownotes verlinken, da steht es dann ganz exakt drin, kann jeder nachlesen. Also auf jeden Fall war Brooke McDonald nicht protected, und es gibt eben eine Regelung, die besagt, dass eben die protected Fahrer als letztes starten. Normal, also wenn man die letzten Jahre zurückblickt, ist es eigentlich nie vorgekommen, dass ein Fahrer, der nicht fürs Finale protected war, dass der sich auf einmal als erster qualifiziert hat. Also es war einfach dann letzten Endes ein total unwahrscheinlicher Fall, der jetzt aber eingetreten ist. Und ich glaube, alle waren sich einig, dass der schnellste Fahrer aus der Qualifikation dann auch als letztes fahren sollte. Aber es gibt eben nun mal die Regeln, die man nicht umwerfen kann, wie es gerade passt. Deswegen hat sich die UCI daran gehalten. Das war auch, soweit ich das mitbekommen habe, eine Regelung, die jetzt nicht nur auf den Mist der UCI gewachsen ist, wie es ja oft gesagt wird, sondern war ein gemeinsamer Beschluss von der UCI und von Red Bull und den Teammanagern. Die werden natürlich auch immer befragt. Von daher, ja, ist es einfach unglücklich gelaufen und war, glaube ich, auch für Claudio Calori und Rob Warner nicht ganz greifbar, wieso jetzt Brooke McDonald nicht als letzter startet, und für die Zuschauer war es auch total verwirrend. Also ist einfach nicht optimal gelaufen, aber es war eben ein extrem unwahrscheinlicher Fall, der da eingetreten ist. Ja.
Um das jetzt noch, ach genau, zu den Shownotes wollte ich auch noch kurz sagen, also ich werde, wir werden auf jeden Fall definitiv noch was reinsetzen, was die 400-Meter-Geschichte und die Verstoffwechselung angeht. Das habe ich nämlich wissenschaftlich nicht so wirklich 100% korrekt, glaube ich, erzählt. Werden wir auf jeden Fall noch einbauen. Damit ihr das auch wisst, ist nämlich insgesamt eine sehr spannende Sache. Das erklärt nämlich unter anderem dann, warum die 400-Meter-Läufer auf den letzten 50 Metern sehr, sehr langsam werden. Wenn ihr euch mal das bei YouTube irgendwie anguckt, so ein 400-Meter-Lauf, dann werdet ihr das extrem sehen. Das werden wir verlinken und erklären. Ja, um die Download-Geschichte abzuschließen, Moritz, wollen wir noch kurz ein paar Worte über Walli Höll verlieren? Erster World Cup. Ja. Was ist passiert? Was ist der unwahrscheinliche Fall? Was ist passiert? der unwahrscheinliche, sehr wahrscheinliche Fall war, dass Walli Höll ihre Konkurrenz bei den Juniorinnen in Grund und Boden gefahren hat und das Rennen souverän gewonnen hat mit einem riesigen Vorsprung und einer Zeit, mit der sie auch bei den Frauen ohne weiteres in die Top 10 gefahren wäre. Also die Walli sah auf der Strecke schon echt sehr, sehr schnell und kontrolliert aus, obwohl es keine leichte Strecke war, und hat sich da völlig verdient den Sieg geholt. War eine sehr coole Sache. Was gibt's? Ziemlich cool. Ich glaube, das waren 12 Sekunden, oder? Das ist auf jeden Fall 12, ziemlich 12 viel. Sekunden Vorsprung. Ja. Ich meine, sie wäre auf Platz 6 bei den Frauen gelandet. Unfassbar. Und was ich auch, um das, also nicht, dass wir das Thema irgendwie ausklammern wollen, was ich auch sehr cool fand, war das Rennen der Damen, wo Miriam Nicole gewonnen hat mit einer super starken Fahrt, Rachel Atherton auf Platz 2 vor Tani Seagrave. Und was ich wirklich cool fand, war Cécile Ravanel, die man eigentlich aus der Enduro World Series kennt, also die da, die große Dominatorin ist. Mhm. Die ist jetzt ihren zweiten Downhill-Weltcup mitgefahren und ist da jetzt in Lojin direkt auf Platz 5 gefahren. Also auch eine sehr, sehr starke Leistung, und es verspricht sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ein super spannendes Jahr zu werden. Das sind doch tolle Aussichten. Mhm, auf jeden Fall. Genau. Jetzt haben wir leider eine Pause von ungefähr einem Monat und dann geht's in Fort William weiter. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon. Bist du denn wieder vor Ort, Moritz? Natürlich. Natürlich. Das ist schön zu hören. Nimmst du den Gregor wieder mit? Leider nicht. Ich wollte ihn gerne überreden, aber Gregor wird sich bei der Transmadeira in Gefahr begeben. Und das kollidiert leider. Ja, na gut, das ist auch wichtig, dass Gregor in Gefahr ist. Das ja. 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 Okay, haben wir uns genug über das Thema Racing unterhalten. Hannes, du warst beim Sea Otter 2018, dem ersten großen Mountainbike-Festival des Jahres. Wie war es im warmen und sonnigen Kalifornien? Ja, es war wunderschön warm und sonnig. Normalerweise erwartet man ja von April in Kalifornien wirklich wunderbare Temperaturen. Und als wir ankamen, da fing es gerade an, hier in Deutschland richtig schön zu werden. Ich glaube, es waren so 25, 28 Grad. Yep. Dauerhaft Sonne. Und wir kamen dort an und zwar waren 14 Grad, eisiger Wind und bewölkt. Und das war das erste Mal, also ich war jetzt auch erst das zweite Mal beim Sea Otter Festival tatsächlich. Das erste Mal, dass man Standbesitzer gesehen hat, die wirklich in Pullis und Jacke in den Ständen gefroren haben. Es war wirklich, es war wie bei den Dirt Masters gefühlt, teilweise in den schlimmsten Zeiten. Und es war ein unfassbarer Wind, wenn man sich vorstellt, dass auf dieser Rennstrecke, auf dem Laguna Seca Raceway, dass da die Rennradrennen rundherum stattfanden. Ich will nicht auf dem Rennrad gesessen haben, da muss ich sagen, bei den Windgeschwindigkeiten. Und demzufolge war der erste Tag wirklich relativ frisch. Also es war wirklich kalt. Aber wir haben spannende Neuigkeiten auf jeden Fall mitgebracht. Es gab sehr interessante Sachen, unter anderem, oder starten wir mal auch mit dem, was wir als erstes gezeigt bekommen haben, mit dem neuen Laufradsatz von Syncross, dem Silverton SL. Und dieser Laufradsatz ist deswegen besonders gewesen, weil der praktisch komplett aus Carbon besteht. Das heißt, es gibt 20 Speichen, die aus Carbon insofern eingebacken sind, als dass sie wirklich an der Felge nicht nur befestigt sind, sondern Narbengehäuse ist aus Carbon, ne? Das ist
Genau, das ist aus Carbon, beziehungsweise das Nabengehäuse nicht. Das ist auch aus Carbon, es wird aber nachträglich eingesetzt. Aber das ganze restliche Teil ist ein großes Carbon-Teil, kommt so aus der Mold. Und die Speichen werden mit den Felgen verbunden und umlaufen die Felge. Und es sah sehr, sehr eindrucksvoll aus. Die werden schräg an der Felge angesetzt und laufen dann, also kreuzen quasi die Narbe auf die andere Seite und laufen dann als nächste Speiche auf der anderen Seite wieder zurück. Und das heißt, es gibt so 10 Doppelspeichen und gespannt, kann man eigentlich so sagen, in Anführungsstrichen, wird die Felge, indem man dann, oder das Laufrad, indem man den Narbenkörper einsetzt und es wird quasi in der Mitte auseinandergezogen und dadurch kommt eine gewisse Spannung auf das Laufrad und das soll so sein. Und dieser Laufradsatz wiegt in 29.250 Gramm und ja, ist halt keine Ahnung, sie haben natürlich viel mit Zahlen um sich geworfen, natürlich, aber es klang schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da vorgelegt haben. Sie haben es mit den Mitbewerbern verglichen, haben wahnsinnig viele Tests gemacht, weil natürlich jeder Hersteller weiß, wenn man sowas schon präsentiert, dann muss es Hand und Fuß haben. Nicht zuletzt, wenn dann der beste Cross-Country-Fahrer der Welt, Nino Schurter, das Ding auch fahren wird demnächst im Cross-Country World Cup. Ach echt, und, ja. Also der wird die Laufräder fahren. Und ja, ich sag mal, man muss schon ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben, um sich den leisten zu können. Der kostet $3.500. Und ja, nur. Aber ja, tatsächlich, ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich die Entwicklung halt, oder wir haben halt da einen Vortrag bekommen, der, ich glaube, wirklich über eine Stunde ging, war durchweg interessant, muss ich tatsächlich sagen, was nicht immer so ist auf solchen Vorträgen, aber das war wirklich, wirklich spannend, weil sie da die Entwicklung auch ein bisschen uns nahe gebracht haben, was genau passiert ist, was sie damit vorhatten. Sie wollten einfach wirklich ein super steifes, gutes, sehr, sehr schnelles Laufrad kreieren und ich denke, das haben die ganz gut geschafft, was gleichzeitig auch sehr stabil ist und einfach mal was komplett anderes ist. Und die hatten am Anfang tatsächlich, waren es glaube ich 35 Einzelteile in der Mold, die zusammengesetzt wurden quasi fürs Carbon-Backen dann. Und das haben sie auf 8 Einzelteile, glaube ich, dann, die nötig waren, um das Ganze halt wirklich zu erhitzen, runtergebrochen. Und ja, heraus kommt halt dann, wie gesagt, dieses Teil. Also eine einzige Form reicht dann nicht, man braucht da schon noch ein paar Zusatzteile, die halt dann das ganze Zeug mitformen. Und ja, wir sind es auch gefahren, die Laufräder. Sind tatsächlich beschleunigen wahnsinnig schnell, muss ich sagen. Allerdings waren wir, muss man dazu auch sagen, nur auf den wirklich einfachen Trails rund um Monterey unterwegs. Also da gibt es jetzt wenig Steine oder Absätze oder Drops oder so. In erster Linie halt wirklich sehr, sehr schnelle, trockene Böden. Hat sehr viel Spaß gemacht auf einem Fully, was glaube ich 9 Kilo gewogen hat, Scott Spark. Es war halt unfassbar schnell, das ganze Rad. Also das hat wirklich Spaß gemacht, aber steht natürlich wirklich aus, das Ding mal irgendwie ordentlich zu testen, wobei man auch dazu sagen muss, es ist wirklich für Cross-Country-Only ausgegeben. Also sie sagen selber, es ist möglich, auch einen Enduro-Laufradsatz in der Art und Weise herzustellen, aber da sind sie jetzt gar nicht dran. Also Cross-Country ist jetzt schon das Ziel gewesen und das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Produkt, damit ging es gut los. Dann ging gestern, also am Dienstag, erst online, das waren die Holzräder von Renovo. Das ist eine Firma aus Portland, Oregon, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, Rahmen aus Holz zu bauen. Und damit werden verschiedene Hölzer verwendet, die werden zusammengesteckt als Dreieck für den Hauptrahmen und dann werden sie in die CNC-Fräse gespannt und wirklich komplett ausgefräst im Endeffekt und erreichen dadurch fast ein Gewicht wie ein normales Rad. Ein bisschen schwerer ist es, aber sie sagen halt, was noch besser wird, ist einfach die Vibrationsdämpfung von diesen Rädern. Und da haben wir uns vor Ort einerseits den Cross-Country-Hardtail angeguckt, den 29 Zoll, aber der Schwerpunkt von denen liegt auf Rennrädern und Gravelrädern, weil die natürlich auch nicht ganz so viel Stabilität abkönnen müssen
Haben sie uns aber auch gesagt, die brechen jetzt nicht öfter als andere Rahmen. Also die sind schon sehr, sehr stabil, die ganzen Sachen. Und ja, wird sehr gut diskutiert. Diese Räder sehen extrem geil aus, finde ich. Ich habe mir das vorhin mal angeschaut und dachte erst, boah, so Holzräder, das ist ja langweilig, hat man ja auch schon gesehen, ne? So Bambus und so, diese ganzen Sachen auf der Eurobike. Aber die Teile, die machen echt was her. Das Mountainbike im Speziellen, das sieht einfach nur so richtig geil aus, will man sofort haben. Ja, und das war eine der Stände, und das ist das Coole am Sea Otter Festival. Man kommt halt an vielen Ständen vorbei, die teilweise zum Beispiel nur in den USA bekannt sind oder noch gar nicht bekannt sind und zum ersten Mal dort sind. Das sind halt 500, genau 500 Stände dort. Und da ganz oft passiert es, dass man ein bisschen zu langsam an einem Stand vorbeigeht und schon ist man komplett in Beschlag genommen und da muss man sich eine halbe Stunde von irgendeinem Aufkleberhersteller irgendwas erzählen lassen oder irgendwie der, was weiß ich, oder der, was er, der Aufkleber war ein blödes Beispiel, weiß nicht, irgendwelche Nonsensprodukte, irgendwelche Satteltaschen oder was weiß ich, die wirklich uninteressant irgendwie sind und irgendwie halt so günstig Ware irgendwie, aber als das Nonplusultra angepriesen wird. Und das war aber tatsächlich so ein Stand, wo wir auch kurz gezögert haben und dann gemerkt haben, boah, irgendwie ist das schon ziemlich gut. Also ich fand es gut, dass ihr da wart. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch vorher gedacht, es wird definitiv einschlagen, weil die Räder einfach mit so viel Liebe gefräst sind und wir haben uns ja das eine, da stand halt so eine Glamorangie-Flasche daneben, also eine Whisky-Flasche, und haben gedacht, okay, was ist das jetzt für ein Rad? Das ist irgendwie einfach eine Kooperation. Haben sie uns gesagt, ja, einerseits ja, auf der anderen Seite sind die Räder tatsächlich aus Whisky-Fassholz gemacht. Und das heißt, die haben halt wirklich dann alte Glamorangie-Fässer genommen und daraus die Räder gebaut. Und das ist natürlich dann, ich glaube, die sind relativ unbezahlbar. Also das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Hm. Aber ja, das war so eins der Highlights. Ein weiteres Highlight für mich war das Bowl Cycles Unplugged. Das ist, wer es vielleicht noch nicht kennt, Bowl Cycles, die haben mit dem Rad Lincoln ein All-Mountain-Rad vorgestellt. Ich glaube, vor mittlerweile 3 oder 4 Jahren. Mhm. Der Clou bei der ganzen Sache ist, dass der Dämpfer hinten integriert ist, quasi oberhalb des Tretlagers. Und man von außen keinen Dämpfer sieht. Also im Sitzrohr ist es. Genau. Das wird verdeckt vom Sitzrohr. Genau, ja. Und das ist halt ein, aber trotzdem ein relativ leicht aussehendes Konstrukt, was da ist. Also es sieht, es ist kein fetter Bereich irgendwie, sondern es sieht einfach wie aus einem Guss aus. Du denkst, okay, es ist halt, sieht halt aus wie ein Fully, aber irgendwas fehlt. Und einerseits ist es halt so intelligent integriert, dass es optisch, komplett aus einem Guss aussieht. Und davon gibt es jetzt dieses Enduro und das Unplugged, das konnte mit ein paar Sachen überzeugen. Du kannst, es gibt so eine spezielle Lagerschale, die wurde von Newman vorgestellt, können wir auch in den Shownotes verlinken, vor 2 Jahren, glaube ich. Auf der Eurobike ist eine Lagerschale, die man einfach nur umdrehen muss. Und dann hat man einen anderen Lenkwinkel. Das heißt, geometrietechnisch lässt sich das halt komplett verändern, dieses neue Enduro von Bolt. Und ja, aber wir haben es einfach nur angeguckt und gesagt, boah, Mensch, ist das Ding schön. Also die hatten keinen eigenen Stand, sondern waren beim Stand von Kindshock mit dabei. Und daher rührt auch, dass die eine integrierte Vario-Stütze im Rahmen verbaut haben, die von Kindshock kommt. Und das macht das Ganze halt nochmal cleaner. Man hat jetzt, natürlich, Kabel hat man eh nicht, aber es sieht alles noch viel, viel cleaner aus, weil wirklich nur der, Rohr, das, der Vario-Stütze direkt aus dem Sitzrohr zu kommen scheint. Zwar nur, in Anführungsstrichen, mit 150 mm, aber das sollte für die meisten reichen. Alternativ kann man eine normale Stütze auch verbauen. Und ja, das Rad hat auch im Forum durchaus für Furore gesorgt, weil es einfach ein wunderschönes Fahrrad ist. Guckt euch das mal an. Ja, wir haben noch ein Thema. Da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen, weil wir selber nicht so ganz im Klaren sind, was das soll oder ob das wirklich Sinn macht. Diese MRP Bartlett Federgabel, die Doppelrückengabel. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gesehen habt, Moritz. Hast du den gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, kurz überflogen.
Ja, also im Grunde wurde von der MRP Ribbon Enduro Gabel jetzt eine Doppelbrücke neu vorgestellt, eine Doppelbrückenvariante. Die hat ein relativ identisches Innenleben, bietet aber nur 190 mm Federweg und eine 15 mm Achse. Also es ist nicht so eine wirkliche Downhill-Gabel. Sie sagen, man kann halt dadurch Laufräder schneller tauschen, wenn man halt irgendwie sonst halt irgendwie Enduro fährt und man hat halt dann für alles irgendwie diese Gabel mit 15 mm. Moritz, macht das Sinn? Nee. Oder für wen macht das Sinn? Weiß nicht, für Leute, die. Für Leute, die irgendwas zwischen All Mountain und Downhill fahren, sagt Ja, all MSP. downhill. Ja. Ja, es ist halt, es ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht ist es in den USA anders gelagert. Auf jeden Fall. Die Gabel ist halt keine wirkliche Downhill-Gabel. Man verortet es am besten irgendwo wirklich in Richtung Freeride. Aber ich weiß nicht, wie der Markt dafür in Deutschland ist. Spannender war der Dämpfer. Da gab es nämlich neben so ein neuer Stahlfederdämpfer und da gab es unter anderem gibt es die Federoption, dass man die man oder dass man den Dämpfer mit dieser speziellen Feder auch in Rahmen fahren kann, die eigentlich eine Luftfedercharakteristik benötigen. Denn diese Feder soll so designt sein, dass sie diese Luftfedercharakteristik halt ein bisschen abbilden kann. Und das fand ich dann schon wieder Das ist die interessanter. so nicht Also linear in ihrer eine progressive Feder, oder Ja, wie? okay. Genau. Und die kann man halt tauschen. Man kann sich halt den Body bestellen und dann die passende Feder dazu. Und genau, das Ja, dann auch war einen stolzen Preis, ne? Irgendwie ja, die kostet 650. 640, ja. Ja. Plus Plus die 100, Feder. 150, glaube ich, genau. Ja, uiuiuiui. Ja. Ja, ein paar kleine Sachen haben wir noch, um da durchzufliegen, jetzt auch durch die Neuheiten. Wir haben uns den Milkit Booster angeguckt, den hatten wir schon mal vorgestellt, aber noch nicht live gesehen und das hätte ich so nicht gedacht. Das sieht aus wie so eine, wie die Aluminium, also wie eine Trinkflasche von einem bekannten Schweizer Hersteller aus Aluminium. Sieht relativ identisch aus, hat aber einen verstärkten Boden. Passen, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 11 Bar, glaube ich, maximal rein. Mit einem kleinen Adapter pumpt man die auf, bis auf 11 Bar und zusammen mit diesem Milkit Ventil, hatten wir euch auch schon mal vorgestellt, das Milkit-System an sich. Dieses Ventil hält die Luft auch, das ist ein französisches Ventil, Warte hält mal, die also Luft das auch. ganz kurz, dieses Ventil, was da oben drauf ist, damit wird es direkt befüllt, ja, also ganz normal mit Luftpumpe, Genau, ja. mit einer Okay. Luftpumpe. Die Luft kommt in diese Flasche rein, hält also wie gesagt bis 11 Bar, glaube ich. Dann kann man das Ventilherz rausschrauben aus dem Sklaveron-Ventil. Luft hält wegen diesem Milkit-System trotzdem und da setzt man dann einfach ohne irgendwelche Knöpfe zu bedienen einfach diese Flasche auf und innerhalb von, ja, lass es 1,5 Sekunden sein, ist halt der Reifen komplett voll und dicht. Also es eignet sich sowohl, um wirklich schnell einen platten Reifen aufzufüllen, als auch um einen Tubeless-Reifen schnell zu montieren. Und das habe ich so in der Geschwindigkeit noch nicht gesehen, was halt an diesem aufgeschraubten Ventilherz liegt. Weil einfach weitaus mehr Luft auf einmal durchkam. Das war sehr eindrucksvoll. Und mobil natürlich, ne? Du kannst das Ding mitnehmen, das ist ja der große Vorteil. Genau. Ja. Also dieses Ventil bzw. dieser Aufsatz, den könnte man in den Rucksack packen und diese Flasche ist explizit auch dafür geeignet, als Wasserflasche zu dienen, irgendwie für den Rucksack. Und ja, Habt ihr ansonsten kann zufällig es. den Durchmesser von einer normalen Trinkflasche, dass man die Davon gehe ich hinten, aus, ja. ja? Ist doch super. Sollte sie haben. Genau. Ja, ansonsten haben wir noch ein paar Bikes. Da verlinken wir euch das Ganze in den Shownotes auch. Das würde jetzt, da geht es auch viel um die Bilder. Das Ellsworth Truth ist neu designt worden, sieht wunderschön aus, wie ich finde. Artikel ist aber noch nicht da. Die gibt's noch, die Firma? Kommt. Die gibt es jetzt, ja, und wir haben uns tatsächlich mit dem Herrn Ellsworth darüber unterhalten, über die Bikes. Und er hat, glaube ich, gesagt, die Farbe von dem Ellsworth, das war irgendwie, also die Lackierung war ihm
wirklich, also bis ins Detail hat er das Ganze überwacht. Und ich glaube, die 23. Lackierung war es dann, die er gut fand. Geil. Und ja, also schon ein bisschen freaky irgendwie alles, aber doch ganz cool. Also der Artikel, der wird höchstwahrscheinlich diese Woche noch erscheinen. Also wenn der Podcast online ist, sollte er da sein. Wir verlinken einfach. Und genau. Und dann gab es noch das neue Norco Aurum, auch sehr schön. Schaut mal rein. Und ja, zu guter Letzt noch ganz kurz gibt es eine Neuigkeit von Quark, und zwar das Tire-Wiz-System. Moritz, kannst du das erklären? Was wird getan damit? Ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist ein kleiner Aufsatz für das Ventil, nehme ich an. Ja. Am Laufrad, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, übermittelt es dir in Echtzeit den Luftdruck in deinen Reifen aufs Smartphone. Ganz genau, ja. Ja, beziehungsweise auf dein GPS-Gerät, Fahrradcomputer, den du am Lenker hast, weil stimmt, das Ding auch, ja. ANT und Bluetooth spricht. Mhm. Und das kannst du ja dann irgendwie mit allen möglichen Fahrradcomputern heutzutage auch verbinden. Genau. Sie hatten es auf dem iPad dort gezeigt. Ja. Und, ah ja, stimmt. iPad habe ich auch immer dabei beim Fahren. Ja, da ging es, glaube ich, tatsächlich eher ums Vorführen, weil wenn man dort oben gab es einen Hebel, konnte man ganz simpel auf den Reifen mit dem Hebel draufdrücken, und dann hat sich der Druck, also wirklich, es ging nur ums Zeigen, dass er sich in Echtzeit wirklich dann von 20 PSI auf 20,6 verändert. Ich sehe, dass das Hauptproblem tatsächlich in einem System so cool es ist, dass es einfach, ich glaube, wie viel kostet es? Ich glaube 200 oder 250 Euro. Es kostet 260 Euro das Paar. Ja. Ich glaube, das ist aber okay. Es ist eben eine absolute Nische. Mhm. Es wird den normalen Fahrer, die normale Fahrerin nicht interessieren, beziehungsweise wird es nicht viel bringen. Aber ich denke schon, dass das für Profis, Semi-Profis, also Leute, die ernsthaft mit dem Sport umgehen, dass es für die vielleicht durchaus interessant sein könnte. Gerade eben die Veränderung des Drucks, ne? Je nach Untergrund und. Aber was genau ist daran für, also kannst du mir erklären, was ist eine weitere, das System für? Es ist ein weiterer Parameter, den du auswerten kannst. Du fährst eine Strecke, du fährst einen Downhill, du fährst irgendwo runter und okay, sammelst ja eh schon ganz viele Metriken irgendwie. Guck dir, du hast ja die Bikes fotografiert in der Boxengasse, ne, was die für Elektronik da dran haben. Und das ist ein weiterer Parameter, der, denke ich mal, für einen bestimmten Schlag Menschen durchaus interessant sein könnte. Dafür kannst du echt Sinn machen, ja. Und also, dann, da sind halt auch 259 Euro jetzt nicht mehr viel Geld. Also beim Fahren wird es finde ich, eher wenig Sinn machen. Nee, also du guckst dir das nicht auf deinem Garmin irgendwo an. Ja, das ist aber so, aber für die Aufzeichnung, denke ich, ist durchaus eine praktische Sache. Oder kann es sein. Weiß nicht, wie was die jetzt wirklich alles mit den aufgezeichneten Daten machen, aber sie würden es nicht aufzeichnen, wenn sie nicht da irgendwie einen Sinn drin sehen würden. Stimmt, ja. Das sicherlich, also sowas wird ja nicht einfach so entwickelt, weil da jemand gerade einen guten Tag hat und sich denkt, boah geil, mach ich jetzt mal so ein kleines Gadget, was dann teuer ist und gar keinen Sinn und Zweck hat. Oder davon gab es Gegenstände auf dem Seater. Aber guck mal, Moritz, andererseits, es gibt halt auch viel Zeug, was den normalen Biker eigentlich überhaupt null Vorteile bringt, und trotzdem wird das Zeug verkauft wie sonst irgendwas. Ja, ist einfach so, oh, guck mal, die Profis haben das auch, also kaufe ich mir das auch. Und von daher ist doch okay. Ja, aber auch von dem Profi frage ich mich, wo für ihn der Sinn darin liegt. Also aus meiner Sicht ist es eher eine Lösung für ein Problem, das nicht existiert oder das ich vielleicht einfach nicht erkenne. Vielleicht existiert es für dich nicht. Also, ich sehe fürs Fahren, wie gesagt, sehe ich auch überhaupt keinen Sinn drin. Aber mir ist tatsächlich noch nicht so wirklich eingefallen, dass man das wirklich als Analyse-Tool für Cross-Country oder für meinetwegen sogar irgendwie für Downhill-Fahrer, für Trainingsfahrten nutzen könnte. Ich meine, wenn es dir sagen könnte, an welchen Stellen der Strecke, also wenn es irgendwie an das Telemetriesystem vom Rahmen gekoppelt ist und es dir dann genau sagen könnte, an welcher Stelle der Strecke du welchen Durchschlag hast und ab wie viel PSI-Reifendruck mehr das wegfallen würde. Ja, das ist ja eine Sache, die kannst du ja dann ableiten aus den Daten. Das würde machen, du zeichnest das zusammen mit deinem GPS auf und weißt genau, an welcher, also irgendwie auf 3 Meter genau, an welcher Stelle welcher Luftdruck gemessen wurde.
Und dann dafür kannst du dich rantasten vielleicht. Genau, und das ist ja genau der, genau das, was sie versprechen. Ja, sie speichern das in den Geräten. Ja, also einigen wir uns drauf, als Analysetool sicherlich eine ziemlich coole Sache für den Endverbraucher, eher kann man sich sparen. Ja, wird trotzdem also, eine Menge Kunden finden. Ja, nicht, dass ihr mich da jetzt falsch versteht, also genauso wie eben mit der MRP-Fehlergabel. Das sind Produkte. Du willst ja nur schlecht machen. Nein, es sind Produkte, die jetzt auf dem Papier oder auf dem Display vielleicht erstmal komisch klingen oder wo sich für mich nicht so ganz der Sinn ergibt, aber man muss es halt auch einfach mal testen und den Produkten eine Chance geben und sich ein Urteil bilden mit der Erfahrung, dieses Produkt auch gefahren und getestet zu haben. Also einfach drauf zu schauen, zu sagen, nee, das ist Schrott, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich aussagekräftig. Von daher will ich jetzt auch gar nicht behaupten, dass dieses Produkt oder die MRP-Fehlergabel generell Quatsch ist. Man muss es halt testen. Das ist dann unsere Aufgabe. Ja. Was ich aber, da können wir jetzt vielleicht den Bogen vom Sea-Otter nach Lejeune spannen und gleichzeitig schließen. Und zwar, was ich somit die spannendste Sache in Kroatien war eigentlich, was für Schutzsysteme in den Reifen gefahren werden, weil super steinige Strecke. Und da wurde echt, also viele Teams haben nichts Offizielles dazu gesagt, aber da wurde echt in die Reifen reingebaut, was nur geht. Also mindestens ein Schutzsystem, eher 2 bis 3 Schutzsysteme. Und wenn da noch Platz für einen Huck Norris ist, dann wurde der auch noch reingeschmissen. Das ist Poolnudeln, ne? Ohne Ende. Ja, also mein Favorit war eigentlich ein Fahrer, der auch echt sehr, sehr gut gefahren ist. Hat Baguette. Den Winter über getestet. Ja, aber es braucht, muss genau 3 Tage alt sein. Nee, ein Fahrer, der wirklich gut gefahren ist. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Das werde ich auch nicht machen. Komm, aber uns kannst du es doch sagen. Hier hört doch eh keiner zu. Aber der hat auf jeden Fall den Winter über viele Tests gemacht und er hat so oder so schon einen Flat-Tire Defender oder einen Cushcore gefahren, also so ein etabliertes System, aber hat dann noch was gesucht, was die Durchschläge auf das System verhindert, damit dieses System selbst nicht kaputt geht und was gleichzeitig noch gute dämpfende Eigenschaften hat. Und hat dann nach lang anhaltenden Tests festgestellt, dass das Zusatzsystem, das den besten Kompromiss aus Gewicht, Kosten und Dämpfungseigenschaften bietet, ist eine Yogamatte. Yes. Das ist nicht so weit weg von der Poolnudel. Krass. Ja. Wahnsinn. Ja. Quasi das Template fürs Template. Also quasi die Yogamatte in Streifen geschnitten und dann zusammengerollt oder ja. Ja, so ein, keine Ahnung, 5 cm breiten Streifen oder 10 cm breit rausgeschnitten und dann eben zwischen Flat-Tire Defender und Reifen dazu noch ordentlich viel Milch rein. Und es könnte durchaus sein, dass dieses System drin in dem Reifen. Ja, könnte durchaus sein, dass dieses System dann auch auf dem Podium gelandet ist. Aber ja, Namen werden nicht genannt. Okay. Ja. Okay, jetzt hast du es ja auf 5 eingeschränkt. Ja. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren eure Tipps abgeben. Ich mache eine Umfrage. Das machen wir. Zu dem Thema gibt es eine Umfrage. Wurde echt alles Mögliche gefahren. Also war wirklich spannend zu sehen. Und finde ich auch ganz cool, dass da jetzt so in den letzten Jahren, ich glaube, initiiert durch das Procore-System von Schwalbe, wurde so eine Entwicklung angestoßen. Vielleicht war es auch so eine Lösung für ein Problem, was vorher nicht existiert hat oder niemand gesehen hat, nämlich dass ein normales tubeless Setup zwar super funktioniert, aber auch nicht für alle Strecken und Fahrstile geeignet ist und dass wir da jetzt einfach Lösungsansätze sehen für Schutzsysteme, die dazu noch Dämpfungseigenschaften haben und den Reifen auf der Felge halten und so weiter. Also ich glaube, da kann sich die Fahrradindustrie noch sehr entwickeln und wenn wir in, keine Ahnung, 5 Jahren oder so einfach keine Probleme mehr mit platten Reifen haben und mit aufgeschnittenen Seitenwänden und so. Das wäre eine coole Sache. Ja, egal ob mit Quark Tire Whiz oder nicht. Genau. Ja. Ja. Schön.
Mal eine kurze Zwischenfrage. Wie weit seid ihr mit eurem Bier? Ich bin schon sehr schon lange längst durch. Leer. Eine, ja, ich eine kleine auch. Dose nur. Okay, ich auch. Wollen wir die Auswertung? Nein, wir machen die wie gehabt mal zum Schluss. Dann lass uns doch mal mit den Neuerwerbungen weitermachen. Mhm. Bevor wir uns zu unserem letzten Thema kommen. Was hast und du dir denn zwar, gekauft, Hannes? Fang ja, du einfach also, mal an. Speaking of, ich habe mir relativ viel Bier gekauft. Und zwar aus nicht nur für mich, muss ich dazu sagen. Und zwar, weil ich eine kleine Feier zu meinem Geburtstag vor 2 Wochen ausgerichtet habe. Und die fand jetzt am Wochenende statt. Und da habe ich viel bei Ratsherren eingekauft und leider kamen nur 2 von 3 Paketen bisher an. Also ich weiß nicht, wo das dritte mit dem Backyard Beach Summer Ale hin ist, aber auf jeden Fall ist es noch nicht hier. Das wollte ich eigentlich heute trinken, das Bier. Aber nicht alles, sondern eins für den Podcast. Ja, aber die haben auf jeden Fall sehr gut gemundet. Ich denke, da wird sicherlich auch das ein oder andere Bier noch den Weg hier in diesem Podcast finden von, weil ich habe noch ein bisschen was. Und eine Kiste ist ja auch noch unterwegs. Ja, eine ist noch unterwegs, auf jeden Fall. Und da der Sommer vor der Tür steht, ist es auch thematisch auf jeden Fall angebracht, das zu genießen. Ja, und dann habe ich noch als Maibaum quasi, ich habe hier ein, das ist eine, durchaus eine Tradition, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, einen Maibaum aufgestellt für meine Frau. Und das war aber in diesem Fall keine Birke, sondern das sollte etwas nachhaltig sein. Das war ein Birnbaum. Und der Birnbaum, der wird nachher noch in den Garten gepflanzt. Das ist eine schöne Sache. Genau, ja, so viel zu mir. Wie sieht es bei euch aus? Markus. Ich. Ich wollte gerade Moritz sagen. Gut, dann ich. Ich habe mal wieder sehr spartanisch gelebt in den letzten 2 Wochen. Außer für die eine Sache oder besser gesagt für die 2 Sachen, die ich mir gekauft habe. Und zwar hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dass wir super viel Kompostboden hier haben liefern lassen. Den habe ich ja zwischenzeitlich komplett eingeebnet. Und auch Rasen gesät und was soll ich euch sagen, es grünt so langsam, das Wetter war hier echt gut zu uns in den letzten 2 Wochen. Der Rasen wächst und will dann irgendwann auch mal geschnitten werden und da stand die Anschaffung eines Rasenmähers ins Haus. Und dann gibt es schlussendlich heutzutage 3 Möglichkeiten, eigentlich gibt es 4 Möglichkeiten. Man kauft sich einen Benzinrasenmäher, das ist okay, wenn man viel Fläche hat. Das würde hier sogar zutreffen, ist aber einfach zu nervig, zu laut. Will ich nicht, will meine Frau nicht. War schon mal raus. Dann gibt es ein Elektrorasenmäher. Da muss man die ganze Zeit irgendwie das Kabel hinter sich herschleppen und aufpassen, dass man nicht drüber fährt. Fiel auch aus. Und dann gibt es als dritte Möglichkeit diese Mähroboter. Die fallen auch sofort raus bei uns, da wir keinen Zaun um das Grundstück bauen wollen und keine Lust haben, dass das Ding irgendwie nach 3 Tagen geklaut ist, weil, wie ihr wisst, wir wohnen hier in der Nähe von Berlin. Nachher läuft noch ein Pferd drüber. oder genau, das Pferd mit seinen Hufen macht sich zu schaffen. Fiel also auch raus und dann bleibt die letzte Alternative, die es da gibt, ein... Der Gärtner. Genau, wir haben uns einen Butler angeschafft. Wir haben uns einen Akkurasenmäher gekauft. Gibt's heutzutage mit Lithium-Ionen-Akku, wie man das so von E-Bikes kennt. Sind wechselbar, also kann man irgendwie sich 2 Akkus kaufen. Ich wollte gerade sagen, das ist dann wie ein E-Bike, nur praktisch, oder? Genau. Genau. Und der kam an und wir haben ja so eine ganz kleine Fläche, die wir im letzten Jahr schon begrünt hatten, dann das erste Mal gemäht und macht einen super guten Eindruck. Und da wir viele Kantensteine haben auf dem Grundstück, an die der Rasen ranwächst, habe ich jetzt gestern direkt noch einen Rasentrimmer bestellt aus dem gleichen System, der mit den gleichen Akkus funktioniert. So kann man dann quer durchtauschen und die Hoffnung ist, dass das wenigstens ein paar Jahre irgendwie hält, weil billig ist das ganze Zeug nicht. Mhm. Genau, und jetzt bleibt noch der Moritz übrig mit seiner Neuanschaffung. Ja, ich war in den letzten beiden Wochen eigentlich nur unterwegs, sodass ich gar nicht dazu gekommen bin, mir irgendwas zu kaufen. Oh. Ja, weil ich erst in Kroatien war, dann war ich, glaube ich, 2 Tage zu Hause und bin dann nach Schottland geflogen, weil mein lieber Papa am Wochenende Geburtstag hatte.
Und wir das zusammen in Edinburgh gefeiert haben. Also ein bisschen als neue Werbung. Runder Geburtstag oder macht ihr das immer? Ja, runder Geburtstag. Okay. Jedes Jahr. Ja. Ja. ihr etwa nicht. Ja, und wir haben uns dann Montag einen Mietwagen genommen und sind in die Highlands gefahren, also einmal Richtung Fort William. Und bist du das doch bei Genau, bin ich sowieso in 4 Wochen wieder. es war ganz cool, da nicht durchrasen zu müssen in der Weltcup-Hektik, sondern einfach mal hinfahren und aussteigen, wo man will und sich mal diese echt beeindruckende Gegend anzuschauen. Das war mein Neuerwerbungs-Highlight, auch wenn ich den Mietwagen dann leider zurückgeben musste. Schön. Ja, so. Wie sieht's aus? Markus, wir haben nicht mehr so unfassbar viel Zeit, ne? Ja, ein bisschen, aber schon noch, ne? Ja. doch, ja, dann sollten wir das nämlich, diesmal sollten wir nämlich mal kein Thema, wenn ich Regeln noch schaffen. Also ich hätte noch so... Wir haben es jetzt, glaube ich, 3-mal geschoben, ne? Ja, genau, deswegen müssen wir es noch machen. Also so 10, 15 Minuten hätte ich noch, dann müsste ich auf jeden Fall aller spätestens weg. Ein bisschen können wir auf jeden Fall noch erzählen. Und zwar haben wir dieses Mal in kein Thema wenig Regeln, geht es um unsere Fahrräder. Und zwar haben wir uns selber gefragt, oder wir wollen von den anderen in diesem Podcast ein bisschen mal wissen, was ist dir an deinem Bike wichtig? Besonders wichtig, und welche Teile schätzt du am meisten? Also gibt es ein bestimmtes Produkt, was man daran sehr gerne mag, oder auf welche Einstellung oder welche Technik will man einfach nicht verzichten? Und da ich vorhin erst so viel vom Sea Otter gesprochen habe, würden wir einfach mal mit Markus anfangen. Ja, ich bin ja relativ anspruchslos, was meine Bikes angeht. Ihr wisst das, bitte nicht lachen. Habe aber dann tatsächlich doch ein paar Anforderungen, die für mich sehr wichtig sind. Ich fahre, wenn es die Zeit erlaubt, gerne längere Strecken und muss oder das Bike oder das Fahrrad muss für mich einfach taugen, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, 8 oder 10 Stunden am Stück im Sattel sitze. Und da haben wir schon mal irgendwie einen ganz wichtigen Punkt. Ich brauche einen Sattel, der einfach passt. Da habe ich die letzten, ja eigentlich seit ich bike, habe ich immer den Flight Titanium von Cell Italia genutzt, sowohl auf Rennrad, auf Crosser wie auch auf Mountainbike. Muss aber sagen, dass ich den in den letzten Jahren zunehmend ablöse durch diese ergonomischen Sättel, die es jetzt neuerdings gibt von Esculap oder von Ergon zum Beispiel. Denn die machen halt die ganze Sache doch nochmal deutlich erträglicher. Man merkt halt, dass sich da Leute mal irgendwie mit auseinandergesetzt haben, geschaut haben, was oder wie funktioniert Sitzen eigentlich auf so einem Sattel. Entsprechend für die Sitzknochen, die Sattel geformt haben, passend für die Körpergröße sogar. Und das ist eine echt tolle Sache und die möchte man oder möchte ich zumindest nicht mehr missen. Und so sehe ich dem Flight Titanium so mit so einem lachenden und einem weinenden Auge hinterher. Weil es an sich auch ein echt toller Sattel hat mich ja fast 2 Dekaden jetzt irgendwie begleitet. Aber ist dann halt doch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ansonsten muss bei mir funktionieren die Kombination aus Pedalen und Schuhen. Dazu vielleicht kurz erwähnt, dass ich mit Klickpedalen fahre und zwar ausschließlich, außer einmal im Jahr, wenn es zur Trail Trophy geht. da gebe ich mir das nicht, aber ansonsten fahre ich ausschließlich Klickpedalen. Und da ist halt auch schon wichtig, dass die Sohle entsprechend steif ist, dass man da auf dieser doch relativ kleinen Auflagefläche keine Druckstellen am Fuß bekommt. Das haben aber die einschlägigen Schuhe denn heutzutage alle sehr gut gelöst. Was auch wichtig ist, ist die passende Geometrie, die gerne gestreckt sein darf, die aber auch, wie gesagt, für längere Strecken und längere Fahrzeiten funktionieren muss. Was ich nicht gern habe, ist irgendwie relativ aufrecht sitzen auf dem Bike. Das kann ich irgendwie nicht. Das fühlt sich ineffizient an. Das,
Das kann mir nicht gestohlen bleiben, aber ich brauche es halt einfach nicht. Ich bin nicht so der Bergabschepperer, wo das vielleicht irgendwie wichtig ist, eine etwas aufrechtere Sitzposition zu haben. Ich gucke da dann doch eher auf Sachen wie Windwiderstand oder Ähnliches. Und vielleicht das Letzte in der Liste ist der Geräuschpegel. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwas höre am Fahrrad. Das muss einfach so leise wie möglich sein. Dazu gehört insbesondere der Antrieb, den ich nach Möglichkeit nicht hören möchte. Es soll aber auch irgendwie in den Federelementen oder so, da soll einfach nichts scheppern. Das muss leise sein, ich muss die Natur genießen können. Alles, was irgendwie Krach macht, nervt. Das sind eigentlich schon so die Sachen, die mir da wichtig sind am Fahrrad. Die lassen sich alle auf die angesprochenen Fahrradtypen irgendwie anwenden, ob das nur Rennrad, Mountainbike oder Crosser ist. Alles wird da von mir relativ gleich häufig gefahren und die Dinge passen eigentlich überall. Ja, cool. Ich habe bei mir geht es teilweise ähnlich und teilweise komplett konträr zu dir. Ich brauche zum Beispiel, also wo ich mit dir auf jeden Fall einer Meinung bin, das ist ganz bei dem Sattelthema. Und zwar fahre ich da eigentlich auch mittlerweile eigentlich nur noch drei Marken. Escalab, Ergon oder 666. Und die haben gemeinsam, dass sie sich, wie du schon gesagt hast, alle um eine richtig gute und auch den Beckenknochen entsprechende Sitzposition kümmern. Das heißt, dass du halt wirklich sinnvoll auf dem Sattel drauf sitzt. Und dass es einerseits gemütlich oder halbwegs gemütlich ist und auf der anderen Seite aber auch so, dass du halt ohne Druckstellen auf längere Sicht da durchkommst. Und Mountainbike fahre ich jetzt als aktuell Escalab, Rennrad habe ich mich aktuell auf Ärger so ein bisschen eingeschossen und 666 kommt immer mal wieder zwischendurch zum Einsatz an einem Bike. Aber so der Favorit ist, glaube ich, auch gerade so der Escalab 611, glaube ich, ist es. Was für mich da besonders sinnvoll ist, ich bin früher eigentlich, wenn ich längere Touren gefahren, brauchte ich immer irgendwie eine Polsterhose drunter. Und das brauche ich halt mit dem nicht mehr. Also seitdem ich in den Sattel fahre, fahre ich tatsächlich komplett ohne Polsterhosen. Und das finde ich irgendwie ganz gut, weil mich die Dinger immer irgendwie gestört haben mit dem Polster irgendwie hinten. Und deswegen. Auch für längere Strecken oder jetzt so für Hausrunde? Sowohl als auch. Also ich glaube, ich bin auch schon mal 60 Kilometer oder so gefahren. Okay. Also zwei Stunden. Das funktioniert. Ja, ja. Also das geht auf jeden Fall. Und auch hier, also über 1000 Höhenmeter auch schon gefahren. Also das ist für uns hier relativ viel. Mhm. Die Leute aus den 1000 Höhenmeter ist für mich eine Tagestour so von 10 Stunden. Ja. Dazu, was für Markus, dem Flachland-Tiroler, gar nicht so wichtig ist, sind für mich halt wirklich richtig gute Bremsen. Ich wiege knapp 100 Kilo. Mit das Systemgewicht mit Rucksack bzw. mit Helm und allem Möglichen. Und da fahre ich am liebsten aktuell die MT7 von Magura oder die Code von SRAM. Ich brauche einfach richtig viel Power. Es ist mir völlig wurscht, wie groß jetzt die Scheibe oder dass die Scheibe irgendwie klein sein muss. Also ich brauche da einfach 200er Scheiben vorne und hinten. Alles andere ist mir da wirklich wurscht, irgendwie an Gewicht oder so. Hauptsache, ich habe halt die bestmögliche Performance. Und die anderen, ich muss tatsächlich sagen, ich bin die aktuellen Trickstuff-Bremsen zum Beispiel oder auch die aktuelle Saint wirklich noch nicht extrem lange gefahren. Deswegen möchte ich mir da kein Urteil erlauben. Die kommen sicherlich auch in diese Richtung rein, dass die extrem gut stoppen. Aber die mag ich auch von der Ergonomie, die Code mag ich von der Ergonomie ganz gern. Die MT7 ist noch mal ein bisschen bissiger. Und das ist mir halt wichtig, weil auf langen Abfahrten, da passiert es bei mir wirklich mit kleineren Bremsen einfach, dass die einfach irgendwann wirklich an Performance verlieren, Fading haben und ja. Was die Schuhe angeht, fahre ich am liebsten gute Flat-Schuhe, die einen guten Grip haben. Da sind aktuell immer noch, ja, so der Freerider von 510, das ist wohl der Schuh, den ich insgesamt am längsten überhaupt gefahren bin. Mittlerweile fahre ich noch ich fahre den Terrex Trailcross von Adidas sehr gerne, weil der einen guten Grip hat und auch sehr bequem ist. Und das in Verbindung mit den besten
Flat Pedals, die ich bisher kenne. Das sind die DMR Vault. Nein, ich werde nicht von DMR unterstützt irgendwie finanziell, sondern ich fahre diese Pedale einfach so seit, ich weiß nicht, seitdem es sie gibt, glaube ich. Also, weil das sind die größten Pedale, glaube ich, die verfügbar sind im Flat Pedal Bereich. Und 11x11 oder 13x13 Zentimeter. Welche Schuhgröße hast denn du? 47. Na, okay. Das kommt nämlich dazu. Also ich brauche einfach große, relativ flache Pedale und da passen die einfach gut. Mhm. Ja, und ansonsten, was den Sitz angeht, ich fahre lieber mit einem hohen Stack, also fahre etwas aufrechter ganz gerne, weil ich es einfach irgendwie an Bandscheiben irgendwann merke, wenn ich lange sehr gestreckt sitze. Und tubeless, das fahre ich auch schon immer eigentlich. Ja, so viel von mir dazu. Bleibt noch dieser Moritz. Ja, ich sitze hier die ganze Zeit neben meinem Rad, beziehungsweise mein Rad steht neben mir, ist auch einsatzbereit und ich frage mich die ganze Zeit, was mir daran besonders wichtig ist und irgendwie fällt mir nichts Richtiges ein. Die Marke und die Farbe. Ja, stimmt. Ja. Also am wichtigsten ist mir eigentlich die Optik, es muss schön aussehen. Und eigentlich ist mir nichts wichtig. Mir alles, ja, alles und nichts wichtig. Es muss für mich gut funktionieren. Ich fahre sehr gerne Griff von Ergon. Da kommen meine Handgelenke ganz gut mit klar. Ich mag die Ergonomie von SRAM-Bremsen lieber als die Ergonomie von anderen Bremsen. Fahre aktuell eine Guide RSC, würde auch beziehungsweise habe auch schon diverse Male die Code getestet. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass wie bei dir, Hannes, dass das Cockpit aufgeräumt ist, also dass man nicht 10.000 verschiedene Hebel dran hat. Oh, hat's gar nicht gesagt. Ja, hast recht. Herr Moritz hat es für dich gesagt. Stand in meiner Liste ja. Auch, ja. 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 Also auf jeden Fall ein Einfachantrieb. Also Umwerfer fahre ich jetzt seit 8 Jahren oder so mindestens nicht mehr. Kann ich auch bestätigen. Gibt keinen Weg zurück, oder? Nee, definitiv nicht. Auch wenn da noch viele Leute was anderes behaupten. Aber da war ich ja anfangs genauso skeptisch wie du vorhin bei diesem Luftdruckmessgerät. Aber wenn es halt mal gefahren ist, ist es halt so. Ja, ne? Wenn man das einmal ernsthaft gefahren ist, dann gibt es eigentlich da keinen Weg zurück. Ja. Was mir auch wichtig ist, ist ein hoher Stack, also ein relativ hohes Cockpit. Ich fahre aktuell auch einigermaßen viele Spacer unter dem Lenker. Werde den Lenker auch demnächst gegen einen höheren Lenker austauschen wahrscheinlich. Hannes, wie du auch gesagt hast, tubeless, wobei sich da für mich gar nicht die Frage stellt, also mit Schläuchen fahren ist keine Option. Und gerade bin ich noch auf der Suche nach einem vernünftigen Hinterreifen. Fahre aktuell einen Maxxis Aggressor, der sehr, sehr viel Spaß macht auf trockenen Böden, weil er extrem schnell driftet, aber eigentlich jetzt auch keine dauerhafte Lösung ist. Also ich brauche definitiv einen Reifen mit einer stabileren Seitenwand und höheren Stollen, einem offeneren Profil. Also da werde ich jetzt mal schauen, was ich als nächstes ausprobiere. Geometrie ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Also wie gerade schon gesagt, ein hoher Stack. Der Reach muss gar nicht so massiv lang sein. Ich finde, der Stack hat einen einen größeren Einfluss auf. Total. Auch wenn sich alle immer furchtbar lang in dieser ganzen Reach-Diskussion aufhalten und sagen, boah, ein Rad mit einem Reach von 442 mm ist unfahrbar und 449 mm ist perfekt. Dabei aber immer den Stack außer Acht lassen. Also es muss vom Gesamtsystem einfach zusammenpassen. Ich fahre sehr, sehr gerne 29 Zoll Laufräder, also lieber als 650B. Ich habe es gerne, wenn die Kettenstreben ein bisschen länger sind. Und aktuell habe ich jetzt ein Rad hier mit 160 mm Federweg vorne, 140 hinten. Das ist für mich auch eigentlich eine ziemlich ideale Kombi, mit der ich alles machen kann. Ansonsten, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass das Rad leise ist, also einen vernünftigen Schutz auf dem Hinterbau hat. Und dass die Kabel im Rahmen nicht klappern, ist jetzt aktuell leider der Fall und das treibt mich in den Wahnsinn.
Deswegen werde ich jetzt demnächst mal, also mittlerweile haben ja die meisten Rahmen irgendwie intern eine Führung oder eine Möglichkeit, die Kabel zu spannen, ist jetzt hier an dem Yeti, was ich gerade fahre, nicht vorhanden. Und die Kabel, wenn die im Carbonrahmen aneinander schlagen und gegen den Rahmen schlagen, das Schwindel, ist einfach, ne? Erzeugt eine super laute Geräuschkulisse und man denkt sofort, irgendwas an dem Rad ist kaputt, obwohl es nicht kaputt ist. Also es, finde ich, hat einen riesigen Einfluss auf das subjektive Fahrempfinden. Von daher werde ich jetzt mir demnächst mal eine Rolle Slapper Tape von MarshGuard kaufen und die Kabel damit umwickeln, und das sollte eigentlich eine ganz gute Hilfe sein gegen das nervige Klappern im Rahmen. Ein mega Tipp übrigens, das ist ein super geiles Zeug. Slapper Tape. Ja, also wird eigentlich, kommt eigentlich auf den Kettenstreben zum Einsatz, also da packen wir auch den Link in die Shownotes. Lassen sich super montieren, sehen clean aus, ist nicht so teuer das Zeug. Kann man auch nur empfehlen. Wirklich ein kleines, sinnvolles Produkt. Ja. Und wenn du davon kleine Streifen abschneidest und alle 10 cm um die Kabel klebst und die dann reinschiebst in den Rahmen, dann hat das Klappern auch ein Ende. Ja. Ja, das sind die Sachen, die mir wichtig sind. Ich bin beim Luftdruck in den Reifen relativ sensibel. Ein Fahrwerk ist eigentlich immer relativ ähnlich eingestellt. Also da habe ich mein Setup sowohl mit Fox als auch mit RockShox gefunden. Und muss nicht so wahnsinnig viel rumexperimentieren. Ja, eine Vario-Sattelstütze mit einem vernünftigen Hebel muss dran, ist klar. Also wie gesagt, mir ist irgendwie nicht so richtig wichtig, weil mir alles wichtig ist. Also das Rad muss zu mir passen. Ja. Cool. Gut, das können wir demnächst auch noch machen, dass wir unsere Räder mal so vorstellen, unsere persönlichen, privaten Räder. Da hat Markus dann ganz besonders Spaß. Ja, werden wir mal sehen. Was mir übrigens cool, gerade aufgefallen, Sie haben noch keinen einzigen Sound heute gespielt. Oh. Markus, hast du mal einen jetzt gerade? irgendeinen guten Sound aus Bangor bringen. Reicht, oder? Ja, reicht. Nein, noch einen raus. Einen noch. Das war ja wieder eine Aktion. Voll nach meinem Geschmack. Ja, damit kann man den Podcast auch eigentlich fast ganz gut beenden. Ich muss nämlich los. Geschmack. Halt, Geschmack. Und, Geschmack, wie war das Bier? Meins war ekelhaft. Bier war widerlich. Meins war super lecker. Und Markus? Großartig. Wir hatten es letzte Mal komplett vergessen, in der Sendung auszuwerten, weil wir mich auch dringend los mussten. Heute machen wir es noch kurz. Letztens hatte ich schon ein super geiles Bier, das Arctic Ale von der Störtebecker Brauerei. Das hatte mir der Sandy geschickt, unser Support-Mensch. Und diesmal, wie gesagt, das Insel-Saison von der Inselbrauerei Rügen, was mir meine Lieblingsschwägerin geschenkt hat. Und großartig, super geiles Bier. So fruchtig, ganz toll, kann ich empfehlen. Die Bitte zum Schluss, Markus. Ganz schnell, ihr wisst, was jetzt kommt. Die Aufforderung, uns zu bewerten bei iTunes, bei irgendwelchen anderen Podcast-Verzeichnissen, die ihr vielleicht in euren Apps habt. Gebt uns viele Sterne, bewertet uns, das freut uns, das macht uns auffindbar und motiviert uns, hier in 2 Wochen wieder zusammenzukommen und die nächste Sendung für euch aufzunehmen mit wieder so coolen Themen wie heute. Cool, dann machen wir es jetzt ganz kurz. Wir müssen, wie gesagt, los. Es wird wieder einen Gewinner geben, der etwas aus unserer großen Box bekommt. Ach ja, vielleicht nochmal so die Bitte an die Gewinner, wenn ihr da schon schreibt und euch die Mühe macht, meldet euch auch danach. Ja, bei meldet uns, euch. Wir um haben die Gewinner einzulösen. Sonst müssen wir die weiter verlosen beim nächsten Mal. Also einen Gewinner haben wir tatsächlich, der sich hier bisher gemeldet hat, und das ist ein bisschen wenig. Also wir brauchen Leute, bewerbt euch, schreibt eure Kommentare auf iTunes und dann gewinnt ihr höchstwahrscheinlich was. Ja, vielleicht müssen wir einfach auch die Gewinne ein bisschen wertvoller machen. Ja. Vielleicht mal so ein Akkurasenmäher oder sowas. Vollcarbon-Laufradsatz. Genau. Gibt's doch jetzt einen. Ja. Alles klar, Leute. Ich muss weg. Ich auch. Euch noch einen schönen Abend. War schön. Viel Spaß beim Rasenmähen und Baumpflanzen. Ich gehe jetzt mal noch Danke. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.